Welcome to the Battle Deck Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battleport. Heute wieder mit dem großartigen Hoshi. Hallo Hoshi. Hallöchen. Und dem genauso großartigen Olli. Hallo Olli. Servus. Wir haben uns heute wieder eingefunden, um großartige Geschichten aus dem Battletech-Universum vorzutragen. Und bevor es losgeht, haben wir einiges an Feedback bekommen und dafür schon mal ganz großes Dankeschön. Feedback ist immer gut. Danke. Genau. Und wir haben sogar kommt von Füttern, ne? Und Füttern, ja. Olli, Füttern ist immer gut. Und gerade eine möchte ich einmal vorlesen von einem Sebastian. Hallo Battlepodder, ich bin sehr begeistert von eurem Podcast. Lange habe ich Battletech zugunsten 40Ks während Dark Age aus dem Augen verloren. Euren Podcast habe ich bei Spotify entdeckt und war sofort wieder Feuer und Flamme. Soeben habe ich die alten Romane rausgekramt und lese Das Schwert und der Dolch. Ich hoffe, ich darf noch viele eurer Folgen genießen. Jetzt muss ich nur noch jemanden zum Spiel finden. Komm vorbei, wir haben immer einen Platz an der Platte frei. Genau. Das reimt sich, was sich reimt, ist gut. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dafür gleich die Erwähnung an die, die uns jetzt das erste Mal hören. Also wir sind sowohl auf Spotify, falls ihr uns nicht dort hört, als auch natürlich ganz normal per RSS-Feed. Wir sind auf YouTube, nur rein, da ist dann einfach nur ein schwarzes Bild mit drauf, beziehungsweise ein Bild, wo Battlepod draufsteht. Und natürlich auf Soundcloud, aber da muss ich irgendwie immer zwei Folgen kann ich dann nur hochladen, dann ist immer der Speicherplatz voll und dann muss ich immer eine löschen und so. Das benutzt aber auch kaum jemand. Und dann möchte ich gleich nochmal shameless Self-Werbung machen. Also die Internetadresse battlepod.derdickepreuße, wenn ihr das Battlepod weglasst, dann kommt ihr auch noch zu den anderen Folgen, die ich nicht über Battletech mache, falls es euch interessiert. Es gibt keinen Gott neben Battletech. Du lebst in Sünde. Ja, ab und an muss ich sündigen. Also so Rollenspielsachen und dafür ähnliches. Wirst du brennen. In der Davian-Hölle. Ich dachte in der Steiner-Hölle. Nein, nein, die Hölle ist Davian, definitiv. Ist Davian, du musst ja dann nie mehr die Froschenkel essen. Genau. Ja, okay. Ich werde an mich halten. So, und dann kommen wir heute zum Thema vor dem Thema. Ich würde gerne mit Battletech, das Rundenstrategiespiel von Harebrained Schemes, oder wie man das ausspricht. Harebrained Schemes, aber es ist auch wirklich ein nicht so eingängiger Name. Aber vielleicht merkt man ihn sich genau deswegen. Ja, oder deswegen kann man ihn nicht aussprechen. Ja. Und zwar der Battletech, der Termin für den Heavy Metal DLC und einem normal kostenfreien Upgrade sind geleakt, und zwar der 21.11. PC Gamer hat berichtet, dass es einmal das kostenlose Upgrade kommt. Dort sind zwei Mechs, den Warhammer und Ollis, nicht nur heimliche, sondern seine Ollis offizielle Liebe. Große Liebe, der Marauder. Sowie die ganz offizielle Mod-Unterstützung. Wobei, Warhammer ist der beste Mecher. Na. Marauder kicks your ass. Nein, aber man muss das mal erklären, weil Mods gibt es ja für Battletech schon länger, also für HBS Battletech, aber die offizielle Mod-Unterstützung ist nochmal eine Nummer besser, denn dann ist das im Steam Workshop drin. Das heißt, die Mods sind viel leichter zu installieren. Man muss da irgendwie dann kein Blödsinn mehr veranstalten, mit in irgendwelche Ordner kopieren und irgendwelche Sachen ausführen. Also es ist jetzt nicht so schlimm aktuell, wie es jetzt vielleicht klingt, aber so der komplette Mod-Laie hat da doch schon einen gehörigen Respekt vor. Und das Ganze wird jetzt auf jeden Fall leichter. Und ja, das begrüße ich sehr. Vor allem, weil viele der Mechs, die jetzt dazukommen, es in Mods schon sehr lange gibt. Und es ist wirklich, wirklich praktisch, weil du brauchst im Steam dann nur in den Workshop gehen, sagst Subscribe und dann hast du den und das passt. Und es updatet sich dann auch automatisch, wenn der Mod geupgradet wird. Das ist schon geil.
Ja, da darf ich übrigens allen nochmal ganz gepflegt hier die 3025er Mod, die Commanders Edition, ans Herz legen. Denn da spielt man wunderbar 3025-Tech mit fast allen oder nahezu allen Mechs, die es auch in MWO gibt. Plus natürlich die im Battletech sowieso schon vorhanden sind. Und einiges mehr sogar, Valkyrie zum Beispiel oder Wespe und dergleichen. Du kannst dann da an Feldzügen teilnehmen. Also wirklich das ganz, was das Herz begehrt. Ich spiele momentan auch eine Kampagne da. Man muss sagen, so habe ich mir das immer vorgestellt. Mhm. Dann kommen wir noch zum kostenpflichtigen Upgrade oder DLC. Es beinhaltet eine neue Flashpoint-Mini-Kampagne, zwei neue Karten und 8 Mechs. Und zwar tauchen im Trailer auf die Flea, die Vulcan, der Assassin, der Phoenixhawk, der Rifleman, der Archer und der Annihilator und irgend so ein neuer, den es nirgendwo gab. Ja, genau, eine eigene Erfindung. Wie hieß das Ding nochmal? Ich will jetzt mal Bullshark sagen, weil ich heute was über den Bullshark gelesen habe. Der hieß irgendwie nochmal anders. Irgendwie mit einem Thumper obendrauf. Gab ja ziemlich viel Kritik aus der Community nach dem Motto, es gibt ja nicht so viele Mechs, aus denen man auswählen könnte, weswegen HBS unbedingt einen eigenen erfinden musste. Ich glaube aber, es ist so ein bisschen, man möchte gerne auch nochmal einen Fußabdruck oder Daumenabdruck in der Battletech-Community einen bleibenden über das Spiel hinaus hinterlassen. Und das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Warum es dann gleich ein 95-Tonner sein muss, also ein Assault-Mech und dann auch noch anscheinend mit einem Artilleriegeschütz auf dem Kopf, das weiß wohl Herr Brain Schemes allein. Mhm. Genau. Er heißt übrigens Bullshark. Bullshark, ja. Er heißt wirklich Bullshark? Ja, Bullshark. Okay, alles klar. Den gab es nämlich auch schon mal in anderem Zusammenhang als 50 Tonnen, habe ich gesehen. Aber egal, jetzt immer weiter. Also ich muss sagen, ja, mir gefällt das Design auch nicht, aber ich bin jetzt nicht so der Assault-Mac-Fan. Also, wobei ab und zu ein Annihilator Spaß macht, weil es einfach ein absolut sinnloses 100-Tonnen-Gerät ist und lustig. Ja. Ja. Aber Bullshark, ja. Und vor allem erscheint mir so vom Design her ein bisschen, man wollte was Overpoweredes kreieren und das gefällt mir nie so richtig. Aber was mir gefällt, sind die anderen Mechs, weil Rifleman ist ein Klassiker. Also jeder, der ein bisschen die Romane gelesen hat, Legend Killer, ist einfach ein legendärer Mech, wie der Name schon sagt. Ben auch Burn. Archer ist natürlich sowieso klar. Ja, Warhammer und Marauder, das sind so die klassischen Battle-Mechs, die man, wenn man die Romane liest, auch bald mal drauf stoßt. Ne? Den Vulcan finde ich persönlich cool, dass sie den genommen haben, weil Vulcan, also 40 Donner, ist eine oft underplayte Rasse, sage ich immer, weil es halt ein Medium ist, aber oft die Rolle von einem Light übernimmt. Ne? Und der Vulcan ist aber ein echt cooles Chassis, genauso wie der Assassin. Und wer mich jemals MWO spielen gesehen hat, der weiß natürlich meine leichte Liebe zum Phoenixhawk. Also, das ist natürlich klar. Die Flea, ja, ist jetzt nicht mein Ding, aber gut, das ist halt da. Was ich noch kurz sagen möchte, und zwar, es gibt auch schon das Weapon Equipment, wurde auch schon geleakt. Also der Main Firepower ist die Thumper Artillerie. Dann, das ist hauptsächlich rechter Torso, kommt auch von hinten. Und dann hat er noch zwei ER Medium Laser in jedem Torso. Und in beiden Armen jeweils eine LBX-10. Und eine Ultra AK-5. Genau, und hier kommen wir nämlich schon an den Punkt. Das ganze Ding strotzt nur so vor New Tech. Und in diesem Announcement-Trailer sah man ja auch kurz einen Monitor, wo irgendwelche Waffensysteme dann da engaged oder enabled waren. Und unter anderem halt auch, glaube ich, Narc und dergleichen. Das heißt, sie scheinen jetzt mit diesem dritten DLC schon die ganze New Tech-Sachen einzubauen. Was ich persönlich ziemlich kacke finde, weil damit überspringen sie wieder einmal wahrscheinlich den kompletten vierten Nachfolgekrieg und springen schon deutlich in Richtung Clan-Invasion. Ja, absolut. Sind ja sogar dann danach, oder? Weil es gibt auch Tech, also es ist Tech announced, die eigentlich erst sogar nach der ersten Welle der Clan-Invasion kommen sollte, weil Snapnose PPC ist angekündigt.
ist eindeutig nach Clan-Invasion. Dann für die innere Sphäre Ultra AC 10 und 20 ist angekündigt. Ist eigentlich, ich glaube, 3060 erst, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, falls da irgendein Zuhörer besser Bescheid weiß, gerne mich korrigieren. Ich habe es nicht ganz auswendig im Kopf. LBX 10. Vielleicht bin ich dann immer mit meinen Fake Nix, kein Problem. Genau, LBX 10 hat es ja länger gegeben, aber LBX 22, ja. Inferno Rounds, Tag ist angekündigt, Narc ist angekündigt. Wobei man sagen muss, Tag und Narc, ja, können jetzt einige sagen, im Raven hat es schon länger gegeben, aber trotzdem relativ neues Zeug. Also, genau. Ja. Ultra Arcade, during the War of 3039 hat das Federated Commonwealth schon die ersten Prototypen gehabt. Ja, deswegen sagte ich auch vorsichtig in die Richtung. Ne? Das heißt, UAC 5. Die genau, Prototypen das heißt, waren alle UAC 5. Ja. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass sie mit dem dritten DLC den vierten Nachfolgekrieg halt abfeiern und das wäre halt hauptsächlich 3028 bis 3030 so die Phase. Genau. Dann vielleicht über die Ronin-Kriege 3034 noch gehen und dann hätte man ja mit dem nächsten DLC dann auch die neue Technologie einleiten können. Ne? Also von daher, ob man jetzt die Ronin-Kriege macht hin oder her, aber der vierte Nachfolgekrieg ist meiner Sicht Pflicht. Und was wir bisher jetzt hatten, war eigentlich nur so das Vorgeplänkel und diese Zwischenphase zwischen 3 und 4. Mhm. Und wenn sie es wirklich machen, wir wissen ja noch nicht genau, wie sie es ausspielen. Aber wenn sie es wirklich so machen, dann muss ich sagen, bin ich enttäuscht. Weil ich habe mich so darauf gefreut und vor allem, dass ich es ja erstmal jetzt langsamer haben angehen lassen mit den ersten beiden DLCs. Gut, sie haben den Raven eingeführt, ne, aber alles noch relativ behutsam. Sie haben es zwar falsch rumgemacht, der Raven hätte im ersten Flashpoint-DLC dabei sein müssen, das hätte besser gepasst mit den Prototypen. Und der Hatchetman dann halt in den Stadtkämpfen hätte deutlich besser gepasst. Und jetzt den Sprung dann gleich zu 3039 und danach, ne? Das ist mir too much. Das ist irgendwie billig. Also weiß ich nicht, warum sie es tun. Wahrscheinlich irgendwie haben die Fans in Amerika rumgeheult, oh, das Spiel ist so langweilig und in Mods sind alle super Hyperwaffen drin, macht es doch auch so. Und vor allem, was ich ganz schlecht finde, ist, dass es ja offensichtlich ein neues Waffensystem geben wird, das es eigentlich im Battletech nicht gibt. Die Coil Weapons. Die was? Steht zumindest im Leak drinnen. Sie sollen sich da einkeulen oder was? Der HBS created a new beam weapon, the Coil S, Coil M and Coil L. Ach ey, warum haben wir nicht 1. April gestern oder die Tage gehabt? Dann könnte ich darüber lachen, aber so muss man wirklich sagen. Was ist denn eine Coil Weapon? Ich habe keine Ahnung, mehr steht leider nicht. Also das ist alles, was geleakt ist. Ne? Dass es das angeblich im Datenfile gibt und ja. Also vielleicht ist das auch nur ein Testversuch für irgendein Balancing gewesen und das ist dann in der Release nicht drin. Wir werden sehen, ne? Was übrigens drin, dass der, sollen wir Teil des Flashpointes spoilern? Oder lieber nicht? Also wer da die Encounter sein sollen? Nee, lass mal. Nee, okay, dann sag ich's nicht. Ich finde es aber generell, also jetzt alle DLCs jetzt, es mag zwar Gameplay-Veränderung haben, es gab aber keine Story irgendwie. Also jetzt, klar, diese Flashpoints sind Mini-Stories, aber so halt eine neue Kampagne, eine neue Geschichte irgendwie passiert ja eigentlich überhaupt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also dafür haben sie halt diese Mercenaries-Campaign halt gepusht und das ist halt das, was den größten Wiederspielwert halt auch hat. Also ich habe ja auch schon mehrere Kampagnen durchgespielt. Also ich habe die Hauptgeschichte einmal durchgespielt, dann habe ich mit meinen Imbermechs durch die Kampagne weitergespielt, aber das ist halt, du bist halt so OP am Ende der Kampagne, dass du eigentlich keine Gegner mehr hast. Ne? Und ich glaube, dass den meisten Battletech-Fans gefällt das so nicht so gut. Und deswegen haben viele, so wie ich, halt eine normale Kampagne angefangen. Und du hast dadurch diesen Push nicht, durch die Story-Missionen. Ne? Du musst dann wirklich sehr genau kalkulieren, vor allem wenn es auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgraden mit mehr Mech teilen, um einen Mech zusammenzusetzen und solche Sachen. Und du verlierst einen Mech, dann ist er auch komplett weg und Piloten können sterben und solche Sachen. Ne? Leichter sterben, sagen wir es mal so. Dann hast du halt dieses Battletech-Feeling und dieses Feeling muss halt auch ein bisschen ausgestaltet werden. Und ich glaube, das war so der Fokus der letzten beiden DLCs. Um was der Fokus jetzt vom neuen, vom dritten ist, keine Ahnung. Also wenn sie wirklich den Sprung machen, ich weiß es nicht. Müssen wir einfach, würde ich jetzt auch ungern jetzt weiter noch zerreden wollen, weil nachher ist es dann doch irgendwie anders und dann haben wir rumgeweint ohne Substanz.
Mhm. Genau. Ja. 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 Ich finde es halt insgesamt schade. Ich würde mich freuen, wenn sie mal Story bringen würden. Mhm. Ich glaube nicht. Also, jetzt sind ja so, soweit ich weiß, das erste ist ja dann abgeschlossen. Das ist ja praktisch der letzte aus dem Season Pass. Was passiert ja danach? Clan-Invasion, so wie es ausschaut. Die Claner kommen. Hurra. Wahrscheinlich diesmal aus der Perspektive der Claner. Oh, was Neues. Ja, klar, wenn man dann ein bisschen overpowered ist, ne? Ja, aber wie willst du es sonst verkaufen? Ne? Also, also ist klar, kannst du auch wieder auch eine Sphäre machen, dann, aber wenn sie jetzt das, dann sind es ja wieder dieselben Mechs, die sie dann da halt bringen. Und diesmal wird man halt zerschrotet von Clanern, wenn man es lore-technisch macht. Also sollten sie eine Kampagne machen in der Clan-Invasion, dann macht sich zumindest in den ersten, ergibt es Sinn, aus meiner Sicht halt aus Sicht der Claner das zu machen. Wahrscheinlich die Wölfe, weil die Wölfe so cool und beliebt sind bei den meisten Leuten oder sowas in der Richtung. Das könnte ich mir in dem Battletech 2 also vorstellen. Macht sicher Sinn, ja. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Naja, also mal auf den kleiner Seite spielen, finde ich schon spannend. Gebe ich gerne zu. Aber ich hätte gerne noch das dazwischen gehabt und nicht nur jetzt diesen Sprung immer. Immer dieser Kacksprung irgendwie und in den vierten Nachfolgekrieg. Was habe ich mir da ausgemalt, was da gibt? Und ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass die Modder-Szene einfach das Ganze aufgreift und sagt, okay, wir formulieren halt oder füllen halt die Lücken, die HBS dann mutmaßlich lässt. Ja, das kann man nur hoffen, ja. Ja. Ich meine, was man cool machen könnte, wenn man Clans richtig cool macht, also was mich freuen würde, ja, ist, sollen sie Clan-Invasion machen, sollen sie es mit den Wölfen machen, ist alles gut und recht. Aber was richtig geil wäre, ist, wenn du quasi deinen eigenen Stern hast oder was auch immer, ja, oder vielleicht sogar Binärstern oder was auch immer, ja. Oder vielleicht auch mehr, egal. Aber wenn sie das Bieten-System wirklich reinbringen würden und du massive Vorteile für deine nächste Kampagne hast, wenn du mit wenig quasi Einsatz von Material und Leuten deinen Eroberungszug startest. Das würde mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ja, dann wäre es nämlich auch wieder eine Challenge, ja, weil du theoretisch unterlegen, zumindest nummerntechnisch in den Kampf gehst mit der inneren Sphäre. Ja, aber genau, das jetzt praktisch auch schon. Richtig, da erinnert sich am Spielprinzip nicht, nur dass es halt von einem glaubwürdigeren Hintergrund vom Lore her gesetzt würde. Was wir da aktuell tun, das kritisieren ja auch viele am Battletech, also das Spiel ist ja insgesamt ohne Frage echt gut geworden, aber die KI ist halt nicht sonderlich toll, ne? Und das war ja auch die große Befürchtung, dass man wieder Massen von Mechs auf dich draufwerfen muss und Panzer, damit du überhaupt eine Herausforderung hast. Ich habe ja eine Grey Death-Kampagne gespielt und bin mit den Grey Death-Mechs im Stock gewissermaßen, also mit minimalen Veränderungen. Die größten Schwächen habe ich sozusagen nur ausgewitzt, weil viele der Stock-Designs nicht dafür gedacht sind, dass man damit vier oder fünf Mechs umlegen muss, ne? Und das musst du leider in vielen Missionen, weil einfach die Munition nicht reicht oder was auch immer, oder die Panzerung so beschissen verteilt ist. Aber ich habe dann halt auch gegen Assaults gekämpft und mein schwerster Mech war ein Marodeur, ne? Und ich hatte einen Rifleman dabei und ich hatte einen Shadowhawk dabei und eine Wolverine und ich habe gegen Assaults gekämpft und das ging alles, ne? Weil die KI nicht so schlau ist. So ist es. Wir brauchen eine bessere KI. Schwierig. Da möchte ich gerne mal kurz eine kleine Geschichte loswerden. Ich habe große Privileg gehabt, den großen Sid Meier mal zu interviewen vor vielen Jahren auf der Gamescom in Leipzig. Und ich habe auch einen seiner Entwickler aus den Firaxis-Zeiten, der heißt mit Nachnamen Wheeler, wie der General der Südstaaten. Den Namen konnte ich mir nämlich merken. Den habe ich dann später wieder getroffen. Der war nämlich im Team von The Elder Scrolls Online. Und dann habe ich gesagt, du bist nicht zufällig auch bei Firaxis gewesen? Sagt er, doch, doch, war ich. Und dann haben wir uns unterhalten. Und Gettysburg von Sid Meier aus den 90ern hatte eine der besten künstlichen Intelligenzen, die ich jemals in irgendeinem Spiel getroffen habe. Es ist unglaublich, wie gut die ist.
Und da habe ich ihn gefragt, wie sie das hinbekommen haben. Sagte, ja, wir haben Varianten programmiert. Ein Jahr lang. Das Spiel war fertig. Und sie haben dann ein Jahr lang dem Computer verschiedenste Taktiken und Möglichkeiten, sich zu entscheiden, welche Taktik sie anwendet, beigebracht. Und das merkte man diesem Spiel an, weil der Spieler hat einen gescoutet, hat festgestellt, in welcher Stärke man wo steht und war dann in der Lage, das eigene Vorgehen daraufhin halt abzustimmen. Und man konnte sogar vor dem Spiel festlegen, ob man einen eher aggressiven, einen eher passiven, eher einen defensiven oder einen flexiblen General hat. Und entsprechend hatte die KI dann auch gehandelt. Das war unfassbar, vor allem in den 90ern, wir hatten damit nicht gerechnet. Aber ein Jahr, ein fucking Jahr nur KI programmiert. Wer kann sich das heute leisten? Mhm. Die haben ja sogar noch ein zweites Spiel gemacht, Entitum. Entitum, genau, das Add-on sozusagen. Das besitze ich auch. Ich habe es mir aus den USA damals von Bekannten meiner damaligen Freundin schicken lassen. Ja, es läuft aber leider nicht mehr. Oh, gibt schon Tricks, aber es ist nicht so einfach. Da gebe ich gerne zu. Anyhow, also das KI-Thema wird uns sicherlich eine Weile begleiten, vor allem bei eher Low-Budget-Produktionen wie Battletech. Schade, aber bei dem Clan-Szenario dürfte es zumindest passen. Ja gut, dann schauen wir mal, was passiert. Jo, dann würde ich gerne noch auf was hinweisen. Ich hatte es schon bei uns im 36er Facebook-Seite gepostet. Ich packe sie unten nochmal rein. Der gute Blaine Lee Pardo, einer der bekanntesten Battletech-Autoren, der heute auch noch Battletech-Romane und Geschichten schreibt, hat in seinem sehr famosen Blog einen kleinen Artikel zu Battletech Pronunciation, also wie man bestimmte Begriffe ausspricht, gepostet. Sachen, die halt immer wieder diskutiert wurden, ob das jetzt Lyrana oder Lyrans oder wie auch immer, natürlich erst auf Englisch, ne? Lyran, Lyoran, Lyran und so weiter. Die Lyrans heißen wirklich Lyran, also der Lügenlauf. Sehr schön, passend, oder? Und was auch immer diskutiert wurde, ob es Davion oder Davian heißt, offiziell ist es tatsächlich Davian. Tusch! Tada! Kein Davion. Fand ich auch ganz gut. Und sonst hat er noch ein paar Charaktere beleuchtet, aber die sind nicht ganz so bekannt. Aber Lyran und Davian. Ja. Wissen wir das auch? Ja. Alaric. Nee, Al-Eric. Und Al-Eric. Chris Chu. Chris, ja, genau. Das sind Chris die beiden. Also, genau. Also waren denn nur die zwei. Das waren die drei, vier Sachen, die er beschrieben hat. Genau. Der Chistu ist für dich vielleicht interessant. Das war der ihr Bruder sozusagen, der Battletech Stonewall Jackson. Ja. Der Chistu, der hat im Bürgerkrieg zwischen Davian und Steiner auf Seiten Davians gekämpft, obwohl er eigentlich von der Herkunft ein Steiner war. Und gleich in der Operation, die wir beschreiben werden, auch einen sehr signifikanten Teil Anteil hatte. Hm. Okay. Dann, bevor es losgeht, Hoshi, hast du sonst noch irgendetwas? Nee, ich glaube sonst, also das Einzige vielleicht, falls irgendein Zuhörer mit mir mal einen Kaffee trinken gehen will und Battletech talken, ich bin von 23. bis 24. November auf der Vienna Comic Con in Wien. Ui! Bin dort ein bisschen pressetechnisch unterwegs. Ich habe ein Interview mit dem Herrn Steven Siegel. Das könnte lustig werden. Na echt? Ja. Geil. Und mit dem Frank Miller, auf das freue ich mich extrem. Also, weil Batman The Dark Knight Returns, eines meiner Lieblingscomics. Frank Miller, das ist cool, dass ich den nochmal treffen darf, weil der ist ja auch schon älter. Mhm. Und ja, ich bin dann dort und einfach eine Zeile dem IK hinterlassen und dann wird er mir sicher weiterleiten. Ja, einfach. Das auf jeden Fall. Okay, dann geht's mal Kaffee trinken, ne? Genau. Okay, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Olli hat da ein bisschen was vorbereitet. Danke schon mal dafür. Gerne, gerne, aber diesmal wirklich nur ein bisschen. Ja, mehr als nix. Mehr als nicht. Jojo. So, und zwar Operation Bulldog. Und Task Force Serpent
mit der kleinen Fortgeschichte der Operation Bird Dog. Also ein Triple sozusagen. Genau. Ein volles Operations. Genau. Ganz kurz mal skizziert, was da passiert ist. Zuletzt hatten wir ja diese Zwischenzeit nach der letzten Phase der Clan-Invasion und so ein bisschen Unruhen und die Innersphäre kommt wieder zu Sinnen und bekämpft sich zwischendurch ein bisschen selbst. Die Claner haben so einzelne Vorstöße in die innere Sphäre, aber nicht über die Demarkationslinie, die ja durch die grandiose Schlacht von Tukayit, die wir auch ausführlichst beleuchtet haben, definiert wurde. Und man wartet jetzt eigentlich den Waffenstillstand, ich glaube 15 Jahre waren es, ab. Und man ist aber auf der Südseite sozusagen der inneren Sphäre, südlich der Demarkationslinie, nicht untätig und will nicht einfach nur warten, bis die Claner ihren Angriff irgendwann wieder aufnehmen oder vielleicht sogar auch den Vertrag brechen oder einen Weg finden, den auszuhebeln. Man plant anderes, um der Sache, also Angriff ist die beste Verteidigung, sozusagen entgegenzutreten. Hoshi. Ja, genau, weil wir haben ja gelernt, dass sich quasi die Sternenliga wieder formiert hat. Ja? Und die haben eben beraten, was ist das Gescheitste, was man machen kann. Und viele Stimmen waren ja zuerst eher dafür, dass man stillhaltet, versucht technologisch auf den Stand der Clans zu kommen, dass wenn der Krieg wieder ausbricht, dass man quasi so bereit ist, aber den Status quo so ein bisschen zu erhalten. Und dann, sag ich mal, gut für die Leute haben sie aber gesagt, okay, nee, weil wenn wir den Clanern nicht quasi eine vor den Hut brellen, ja, dann werden die genauso aufrüsten wie wir jetzt, ja, werden vielleicht gegenseitig sich noch irgendwie ein bisschen bekämpfen, aber jetzt nicht mehr grandios, weil dieser Krieg mit den Wölfen etc., das war ja vorbei jetzt dann, ja. Und dann kommen die und fahren über uns drüber, ja, weil jetzt richtig. Wissen sie, woran sie sind. Nicht nur das, sondern sie haben ja auch viel von ihrem Ehrenkodex abgelegt, ein Ehrenkodex, der die Clan ja auch bei ihrer Invasion behindert hat. Sie werden, wie man auch an den Jadefalken auch gesehen hat, gelernt, was auch so Nachschub halt angeht. Und vor allem weiß man natürlich inzwischen auch, dass ganz viele Clans noch in zweiter und dritter Reihe warten, auf die Innersphäre losgelassen zu werden. Das heißt, ein reines Abwarten, defensiv bleiben, ist vielleicht im ersten Moment die sichere Strategie, aber eine, die nur das Ende hinauszögern würde, weil so weit von Terra waren die Claner ja dann doch nicht mehr entfernt, weil Tukayit ist schon relativ kurz davor. So ist es, genau. Daher finde ich, und das ist etwas, was ich an dem Battletech-Lore total liebe, hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man die Claner besiegen? Das hat so ein bisschen was wie, George Lucas hat sich mit den Prequels, Kritik gibt es da genug, aber überlegt, wie können zwei Sith die ganze Galaxis übernehmen? Und da hat er sich schon einen, aus meiner Sicht, nachvollziehbaren Plan ausgedacht, wie das so zwei Minneken oder zwei Leute halt schaffen können. Und genauso haben die Battletech-Autoren sich hier überlegt, wie schaffen es die innere Sphäre, ihren Standpunkt gegenüber den Clanern klarzumachen und vor allem die Claner Ehrenkodex so halt einzusetzen, dass sie ihr Ding auch durchziehen können. Und das war, indem sie einen Clan raussuchen, den Clan, der am aggressivsten war, der auch für am Anfang der Clan-Invasion den Chef gestellt hat, sozusagen, ne? Clan Smoke Jaguar, und hat entschlossen, den zu eliminieren. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern komplett auszuradieren. Vollständig bis zum Ende. Genau. Und da muss man sagen, den Plan ausgeheckt im Prinzip. Dazu braucht es ein militärisches Genie, sage ich mal, ja, um da den endgültigen Plan auszuhacken. Und das Ganze wurde angeführt vom Präzentor Martialum Anastasius Focht, der ja auch den Kampf um Tukayit gewinnen konnte. Und das war, glaube ich, schon ein sehr wichtiges Ding, dass der da quasi das mitgeplant hat, weil der halt auch die Erfahrung hatte, genau was man erwarten kann, wenn man gegen die Clans kämpft, weil der Kampf um Tukayit, da waren ja, sage ich, Unzahl an Einheiten am Werk. Und die Daten, die der daraus gewinnen konnte, sind natürlich von immensem Wert für so eine Operation. Ja.
Finde ich übrigens auch schön, die ganze Vorgeschichte, also dass sie es auch behutsam beginnen, nicht einfach den Schalter umlegen, sondern auch in den Romanen vorher im Prinzip das Ganze schon andeuten. Für mich hat der Vater der Dinge auch von Blaine Lepardo, den wir vorhin erwähnten, eingeläutet. Und zwar, die Northwind Highlanders werden von Haus Kurita gewissermaßen engagiert, um einen Planeten in der Peripherie, der aktuell den Smokejaggers gehört, einzunehmen und die dortigen Garnisonseinheiten wegzufegen. Natürlich kommt es immer anders, als man denkt. Es sind nicht nur Garnisonseinheiten da, sondern auch Elite-Einheiten. Und diese, ich weiß nicht mal, wie diese Galaxis ist, Theta-Galaxis oder wie auch immer, die hat so einen speziellen Namen, die war ganz, ganz super. Und das war die Kerneinheit, mit denen die Smokejaggers, die in der Sphäre dann zerreiben will, um sozusagen den Kern einer neuen Elite-Armee aufzustellen. Und dieses Buch finde ich halt auch insofern schön geschrieben, weil gerade das Gelände, das Terrain des Planeten eine wesentliche Rolle für die Strategie spielt. Das ist also nicht nur ein Planet, der zufälligerweise erdähnlich ausschaut, wo man Luft atmen kann, sondern auch Teile hat, wo keine Atmosphäre oder eine ganz geringe herrscht, ne? Wo man sich in Schluchten bewegen kann und wo die Temperaturen auch eine große Rolle spielen. Also das war wirklich eine sehr intensive Mischung aus Sci-Fi, fremdartiger Umgebung, Herausforderung. Und am Ende, das kann man jetzt mal nach fast 30 Jahren schon mal spoilern, spielen die Nova-Katzen auch schon eine wichtige Rolle, denn die Nova-Katzen sehen in dieser ganzen Entwicklung die Erfüllung einer Prophezeiung, die oder einer Vision, die einer von ihnen kurz vorher hatte. Und zwar, dass irgendwie die Katze getötet wird. Ne? Und da die ja eh so ja, visionsgetrieben sind, merken sie halt, dass vielleicht der Sternenbund nicht durch die Clans direkt wieder steht. Genau, also die Nova-Katzen sind ja so, ich sage immer so ein bisschen die Kiffer der Clans, aber sind halt, das stimmt. Aber sind halt sehr spirituelle Leute, ja, also die sind halt die einzigen, die auch so richtig, oder nicht die einzigen, die Rituale haben, aber die haben halt wirklich tief an Religion erinnernde Rituale, sage ich mal, ja. Und eben Geistervisionen und diesen Nova-Katzengeist und alle diese Dinge, die sie halt quasi da sehen und auch eben einige Prophezeiungen, die der Clan halt so über die Zeit erhalten hat. Und die jüngste war eben das, dass eben diese Katze sterben soll, ja, und dass die, wo man daran zweifeln konnte, eben wer jetzt wirklich wieder den Sternenbund errichtet, dass die Clans vielleicht, also mir gefällt vor allem dieser Twist, dass die Clans zwar vielleicht das Werkzeug sind, den Sternenbund wieder erstehen zu lassen, ja, aber der Sternenbund nicht aus den Clans entsteht. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgelesen, es ist die Diana-Galaxis besonders schön, weil die Diana-Galaxis, die in diesem Buch vernichtet wird, Diana ist der Name der Hauptwelt der Smokejaggers. Das heißt, ihre Galaxis, die nach ihrer Hauptwelt benannt wird, wird von der Innosphäre als eine der ersten ausgelöscht. Ja, das ist natürlich ein harter Schlag. Ja, Tiefschlag sozusagen. Mhm. Und so, dann danach geht es erstmal mit den Büchern wieder anders weiter, es wird so ein bisschen was anderes erzählt, dann kommt der Trent ins Spiel, das ist ein Smokejaggar, der auch auf Tukayit gedient hat, der gut gekämpft hat, aber als einer der wenigen Überlebenden vom Planeten kommt und weil man denkt, er wäre feige gewesen oder hat seine Pflicht nicht erfüllt, statt mutig im Kampf zu sterben wie seine Brüder, wird er von seinem Vorgesetzten nach und nach aufs Abseits- oder Abstellgleis geschoben, wird wirklich gemobbt, kann man das wirklich so sagen. Mhm. Und Trent ist eigentlich ein glühender Verehrer der Sternbund-Idee. Er ist im Herzen ein Crusader, aber er ist kein Verschwender. Also er ist nicht ganz so draufgängerisch wie die anderen und denkt halt eher nochmal nach und hat deswegen die ganze Show so überlebt. Aber seiner Generation wird jetzt von den Clans, insbesondere den jüngeren Smokejaggers, in die Schuhe geschoben, dass diese jüngere Generation jetzt dazu verdammt ist, 15 Jahre lang untätig rumzusitzen. Und wie wir ja gelernt haben, Claner werden ja schon ab 30 gewissermaßen zum alten Eisen gezählt. Eine komplette Generation von Clanern in einem friedlichen Tod im Bett sozusagen zu verurteilen. Mhm. Und das geht ja gar nicht. Und Trent wird so weit gereizt, dass er dann im Buch, ich glaube Exodus ist es dann,
die Clans verrät. Auch da ein schöner Twist. Und der unter dem Versprechen, dass er dann auch kämpfen darf für den neuen Sternenbund, weil, wie gesagt, er ist ein großer Sternenbund-Fan, dann auch die Route zu den klaren Heimatwelten verrät. Und das ist dann gewissermaßen der Funke, der dann diese ganze Entwicklung mit den Operationen Bulldog und Task Force Serpent oder Einsatzgruppe Schlange dann startet. Und was passiert mit ihm? Mit Trent? Oh, Vorsicht, Spoiler. Das Buch, was dieses Jahr rausgekommen ist von Pardo, behandelt diese Geschichte weiter. Deswegen möchte ich da nicht so viel verraten. Oh, aber okay. Er spielt auf jeden Fall eine Schlüsselrolle in der Entstehung, wird dann aber zurückgesetzt, weil ihm auf Seite Innsmeer dann doch niemand so richtig traut. Vor allem nicht Victor Steiner-Davian, der kleine Napoleon, ne, sozusagen. Und dadurch gerät er dann nochmal in so eine doppelte Zwickmühle. Und wir mussten eigentlich 20 Jahre darauf warten, was mit Trent passiert. Und jetzt im aktuellen Roman, jetzt ist mir der Name nur gerade entfallen, der kam im Frühjahr raus, wird seine Geschichte endlich weitererzählt. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz durch, weil ich finde die reinen Clan-Geschichten immer etwas zäh. Ich komme da nicht so ganz drauf klar. Mir fehlt so ein bisschen die in der Sphäre menschliche Komponente. Aber ich beiß mich noch durch und irgendwann berichte ich mal. Aber gute Frage. Naja, Trent auf jeden Fall hat es verraten und dann werden diese Entwicklungen in Gang gesetzt. Und die Prälude sozusagen für diese Operation ist die Operation Bird Dog. Die wird am 13. Mai 3059 gestartet. Und zwar in ganz kleinen homöopathischen Dosen. Also der Sternbund wurde gerade mit großem Pomp offiziell neu gegründet. Die Klane kriegen das selbstverständlich mit, weil die sind ja die Adressaten dafür. Und die denken sich jetzt natürlich, Bevor wir das machen, also der Sternbund ist wieder da. Ja. Jetzt sollte man vielleicht noch sagen, nur ganz kurz so ein Abriss, was ist, wer, wie, wo, warum, wer ist Chef? Wer ist Chef zu dem Zeitpunkt? Um Gottes Willen. Also die den Sternbund quasi gegründet haben alle Häuser zusammen, ja. Ja. Und die haben sich eigentlich darauf geeinigt, dass quasi der Anführer des Sternenbunds rotieren soll, ja, so ähnlich, sage ich mal, wie die EU, ja, also wo er auch die Ratspräsidentschaft und so weiter rotiert. Ja. Ja. Und der erste ist das sage ich mal, war so ein Kompromiss, weil der Victor wollte natürlich nicht, dass es seine Schwester wird und die Schwester wollte nicht, dass es der Victor wird. Die liegen zu dem Zeitpunkt schon im Clinch und die, genau. Die Reiche sind getrennt wieder in Lyranische Allianz und Federated Commonwealth Vereinigte Sonnen. Und die Liaos und die Mariks quasi hatten so ein bisschen Angst, dass wenn es ein Kurita wird, dass die Kurita sich zu stark an die Davions angenähert hatten, weil der Victor ja relativ gut mit dem Koordinator kann und so weiter. Also, und mit der Omi. Ja, mit der Omi sowieso, aber Koordinator. Also nicht Großmutter, sondern der Tochter, die genau. Omi heißt. Heißt aber Omi. Ist es nicht die Schwester? Die Schwester, nicht die Tochter von Theodore Kurita und die Schwester natürlich vom späteren Koordinator, dem. Genau. Ne? Und das war halt ja so ein bisschen das Hick und Hack und deswegen irgendwie ist es dann rausgekommen, dass es Liao wurde. Wieder auch ein aus meiner Sicht genialer Schachzug der Autoren, weil nur so konnte es funktionieren. Weil wenn es einer von beiden geworden wäre, also Katharine Steiner oder Victor Davian, wäre es auf jeden Fall früher wahrscheinlich zu einem Zerwürfnis im Bürgerkrieg gekommen. Kurita wäre aus der Sicht gar nicht gegangen, weil einmal traditionell Feinde von Steiner und Davian, dazu die Liaison von Omi und Victor Steiner Davian. Marek war so sehr durch Blake's Word schon vorbelastet. Die hatten ja den Extremisten von Comstar Obhut geboten und zudem war ja Thomas Marek nicht ganz sauber. So Klongeschichten, ich glaube, wir hatten es in der Vergangenheit schon intensiv beleuchtet. Und im Endeffekt war tatsächlich Sun Tzu Liao
die ideale Wahl für den Start, weil da konnte niemand was vorwerfen, dass irgendwie Victor das irgendwie sein Homie wäre. Er war auch mit Marek einigermaßen im Bunde und Katharina konnte nichts dagegen sagen und Liao war ja traditionell auch verbündet von Kurita. Also tatsächlich, er war der ideale erste Lord des Sternenbunds für die erste Periode. Und ehrlich gesagt, er war auch nicht so verrückt, wie er immer tat. Genau. War Victor zu dem Zeitpunkt noch Davian? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Erster, ich wusste es nicht mehr. Nee, oder definitiv. Aber in der, er war später, ist, wechselt er ja zur. Komm noch. Ja, ja, definitiv. Also zum Zeitpunkt war aber noch der erste Prinz der Vereinigten Sonnen. Ah, okay. Und theoretisch auch noch Dings von der Archon von Schausteiner, aber durch die Abspaltung der Sezession war das de facto nicht mehr der Fall. Mhm. Er hat auch keinen Anstalten gemacht, seinen Anspruch darauf zu erheben. Ich glaube, er hat sogar offiziell Katharine den Segen gegeben, mhm, weil er mit der Begründung, er wollte keinen Krieg zwischen den beiden verwandten Nationen. Ne? Mhm. So ist es. Wobei okay, viele also, davon gerechnet hatten, dass er das tun würde. Ne? Entschuldigung. Genau. Ja, und dann hat sich eben diese Operation Birddog losgetreten und wie der Olli schon gesagt hat, ist sehr homöopathisch, weil man wollte den Clans ein bisschen vorgaukeln, dass man sagt, okay, man greift Smoke Jaguar Welten an, die jetzt quasi besetzt worden waren von denen, ja, also so Cern, Kiamba, Hannover und so weiter, ja. Aber das hat man so Guerilla-Warfare-mäßig gemacht, ja, um quasi denen ein bisschen vorzugaukeln, ja, okay, die spielen jetzt ein bisschen mit uns, aber das sind halt nur so Raids quasi, machen vielleicht eine kleine Unruhe auf den Welten, aber es ist jetzt nichts Grandioses, was da passiert. Ja. Und das finde ich halt auch gerade genial, also die auch das so zu beginnen, vor allem bei die Claner mit dieser Art von Kampf noch nicht so viel Erfahrung hatten. Die hatten zwar schon Guerilla-Kämpfe gekannt und auf Worldcourt und dergleichen, ne? Aber so diese Art von gezielten Aktionen über die Grenzen hinweg mit kleinen Einheiten und vor allem die eh schon sehr schwachen Nachschublinien, weil gerade die Smokejaggers haben so viel Gewicht auf Militär gelegt, aber relativ wenig Möglichkeiten ihrer Händlerkaste. Das heißt, sie waren eigentlich das perfekte Ziel, weil sie sind ein Gigant oder auf tönernen Füßen gewissermaßen. Wenn alles perfekt läuft, sind sie eine echt heftige Militärmacht, aber sie sind durch diese ökonomische oder logistische Komponente doch relativ leicht ins Wanken zu bringen. Und da haben sozusagen die Sphärekräfte oder die zweite Sternbund im Prinzip die Grundlage dafür gelegt, dass die dann kippen. Mhm. Und was schon der Fall war, also die waren recht gut ausgerüstet, diese Guerillatruppen, ja, weil die waren eigentlich mit erbeuteten Clan-Mechs ausgerüstet, beziehungsweise mit Omni-Mechs, die im Draconis Combine produziert wurden. Yeah! Wurden sind, unter Anleitung der Wolfsdragoner, ja. Also damit war die Ausrüstung von denen schon sehr, sehr gut und natürlich haben sie dann in diesen Raids quasi ja auch noch Clan-Material erbeutet, ja. So dass quasi das Ziel war, den Nachschub und die Linien der Clans so ein bisschen aufzurütteln mit dieser Aktion auch, ja. Wenn dann quasi die wirkliche Operation Bulldog losschlägt, dass die schon ein bisschen so in Aufruhr und Tumult sind. Genau, aufgeweicht. So wie im Prinzip Fallschirmjägertruppen, die schon mal im Hinterland landen, um die Logistik zu stören. So wie in den Vorbereitungen zum D-Day könnte man sich das vorstellen. Nur in einem größeren Zeitraum und einem viel größeren Bereich. Und vor allem die Einheiten, die auch beteiligt waren, also die Einheiten, aus denen diese ausgesuchten Piloten kamen, waren echt gut. Also Davian Heavy Guards, Ryuken, wir haben hier die First Davian Guards, wir haben Ghost Regimenter, also alles kampferfahrene, erprobte Veteran- bis Elite-Einheiten. Und da haben sie also nicht irgendwelche Deppen hingeschickt, sondern wirklich Creme de la Creme, aber auch eher die Unorthodoxen. Also nicht Schwerter des Lichts oder so, die sich vielleicht dann auch noch im Duell noch mit den Clanern gemessen hätten, sondern alles Einheiten, die auf diese Art von Kämpfen spezialisiert bzw. daran gewöhnt sind und auch diese Art der Kämpfe verinnerlicht haben. Mhm. Wer sind die Ghosts?
Das sind Einheiten, die hat aus Kurita im Krieg von 3039 oder für den Krieg ausgehoben. Das sind hier japanische Mafia und dergleichen. Wie heißen sie? Yakuza. Okay. Ja. Yakuza. Richtig. Also das sind, die machen nicht so viel Gefangene, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, also das war dann schon eine recht spannende Aktion. Und eigentlich für die Ziele, die sie mit Operation Bird Dog erreichen wollten, war es eigentlich ein kompletter Erfolg, was sie da gemacht haben, weil eigentlich die Smoke Jaguars so richtig in Aufruhr waren. Sie waren angepisst quasi, weil sie halt mit so kleinen Störungen ziemliche Unruhe in die ganze Dinge reingebracht haben und natürlich, weil die haben natürlich auch zurückberichtet, diese Elite-Einheiten, und haben halt extrem viel geliefert an, wo sind die stärksten Truppen, wo sind die größten Lager, wie sind die Truppenbewegungen und so weiter. Also die haben sehr, sehr viel, wie man so schön sagt, Military Intelligence abgeliefert. Ja, und damit waren die Voraussetzungen für die erste Welle von Operation Bulldog gegeben. Die ist dann relativ kurz oder sehr kurz danach am 20. Mai gestartet, also 13. bis 20. Mai, also eine ganze Woche ist nur vergangen. Das heißt, während die Smoke Jaggers im Hinterland noch ihre feindlichen Kommandos gejagt haben, ging dann vorne wirklich eine flächenmäßig gigantische Invasion los. Ich habe mir mal die Karten aufgerufen hier. Wir sprechen das hier ist richtig heftig. Ja, die komplette Flanke. Ja, aber mir gefällt auch nämlich der Name sehr gut, Operation Bulldog. Ja. Weil das war wirklich so der Dampfhammer, der da losfährt. Also wirklich sensationell geplant. Ich habe mal die Wave One-Karte hier für euch im Chat nochmal verlinkt. Da sieht man das ganz gut. Das ist im Prinzip die komplette Flanke der Smoke Jaguars Besatzungszone ist. Unten von, ich glaube, Kiamba heißt der Planet, bis oben zu Sawyer, also fast bis komplett oben hin, ein gutes Dutzend Planeten, vielleicht sogar ein bisschen mehr gleichzeitig, also simultan angegriffen. Allerdings erstmal die erste Reihe. Das ist auffällig, weil man ja dazu neigt, auch gerne mal die erste Reihe, die stark befestigt ist, in der Regel zu überspringen, um die zweite anzugreifen. Haben sie hier nicht gemacht, sondern sie sind tatsächlich auf die erste Reihe gezielt draufgegangen. Und nachdem die erste Wave sehr erfolgreich gelaufen ist dann das eingetreten, was man eigentlich erwartet. Ich poste es euch hier auch nochmal. Wave 2. Dann hat man angefangen, Planeten zu überspringen und auf Ziele im Hinterland halt loszugehen sozusagen. Hinterland, wenn man im Weltraum davon reden kann. Und auch logistische Zentren dann zu zerschlagen und weitreichende Operationen, sozusagen der Durchstoß ist gelungen und jetzt springt man halt weiter nach hinten, lässt ein paar Planeten aus und weitet sozusagen die Operationen aus. Und infolge von Welle 2 sind dann endlich die Smoke Jaggers aufgewacht und haben zumindest regional, wenn man das auch wieder im Weltraum sagen kann, Gegenangriffe gestartet. Die haben sich auf Welten im Kurita-Raum gerichtet. Also nicht, sie haben nicht versucht, Welten zurückzuerobern, die sie jetzt gerade verloren haben, sondern sind über die Seen drüber gesprungen und in den Kurita-Raum rein. Hat aber nicht wirklich viel gebracht, wie jetzt gleich die Karte von Wave 3 beweist. Denn Operation Bulldog ging danach ungebremst weiter. Das heißt, die Gegenangriffe von Smoke Jaguar sind wirkungslos verpufft. Und die Innersphäre hatte noch genug Kräfte, um weiter vorzustoßen. Und Welle 3 initiierte dann auch den Clan-Rückzug. Das heißt, nennenswerte Kontingente von Clanen sind von Smoke Jaggers sind aus der inneren Sphäre geflohen und Richtung Heimatwelten haben sich dann halt aufgemacht. Hauptsächlich halt Diana. Genau, also das war einfach. Ein Satz noch, interessant dabei ist, sie haben während dieser ganzen Geschichte kein bisschen Unterstützung von den anderen Clanern gehabt. Das heißt, die innere Sphäre hat ziemlich klar gemacht, diese Aktion richtet sich allein gegen die Smoke Jaguars und haltet euch da raus. Und die anderen Claner haben sich darauf eingelassen. Interessant, oder? Aber warum? Na, weil es ist einfach so ein bisschen Claner Erdenkodex auch und dann hat die innere Sphäre super ausgenutzt. Die innere Sphäre hat gesagt, so nach dem Motto, die Smoke Jaguars waren die unehrenhaftesten. Die haben quasi orbitales Bombardment gemacht und all so ein Scheiß. Ja.
das halten wir für unehrenhaft, weil mit den anderen Clans, dass ihr habt ehrenhaft eure Planeten gewonnen und wir machen jetzt kurzen Prozess mit den Jungs, weil das ist so. Und daraufhin haben die anderen Clans sich verpflichtet gefühlt, ja, und gesagt, okay, wenn ihr das so macht, dann viel Spaß dabei, ne? Und das Coole, was sie eben gemacht haben, ist, in dieser ersten Wave hat so ausgesehen für die Smoke Jaguars noch, okay, die kommen jetzt einfach auf breiter Front, so wie man sich's eigentlich erwartet, auch als Claner, man geht Reihe nach Reihe, schön strategisch, ich sag mal, sehr, ja, linienhaft vor, ja. Damit haben die, da sieht man auch an den Clan-Bewegungen, die in der ersten Welle passiert sind, so nach dem Motto, okay, wir polstern mal die zweite Reihe. Dann haben sie in der zweiten Welle aber diese Welten übersprungen, ja, und haben eigentlich die ganzen Nachschublinien von den Smoke Jaguars aufgerieben. Meiner Meinung nach hatten die Smoke Jaguars überhaupt gar keine andere Chance, als diese Gegenangriffe, also diese Counter-Attack zu starten auf die Draconis-Welten, weil sie von ihrem war eigentlich ein verzweifelter Versuch, so nach dem Motto, vielleicht können wir Truppen von denen, die jetzt da reinfahren, wieder zurücklocken, mehr oder weniger. Ne? Hat aber nicht funktioniert und die Truppen, die dann die Draconis-Welten angegriffen haben, waren dann komplett von ihrem Nachschub abgeschnitten. Ne? Und damit war halt in Welle 3 klar, was jetzt passiert. Ne? Also die sind dann komplett drüber gebügelt. Was ich und haben muss auch das Kräfteverhältnis dabei auch berücksichtigen. Also genau. Wenn ich jetzt mal, ich lese mal einen kleinen Auszug der auf Seiten der inneren Sphäre, also des zweiten Sternbundes beteiligten Truppen vor. Ne? Nur die DCMS, also Kurita. 8., 11. und 14. Elshan Avengers, 2., 8. und 22. Darren Regulars, 2., 11. und 16. Legion von Vega, 1. und 3. Proserpina Hussars, 1. Amphibian Light Assault Group, 2. und 6. Anting Legion, 42. Galadon Regulars, 1. und 2. Ginyosha, 2. und 3. Nightstalkers, Ryuken Ni, Ryuken Go, Ryuken San, Ryuken Roku, Ryuken Yon, 4. Arcap Legion, 3., 9. und 17. Benjamin Regulars, 1., 6. Ghost, Izanagi Warriors, 4. und 7. Pesht, 1. Shin Legion, 2., 5., 7., 8. Schwert des Lichts und der 5. Sun Tsang Akademie-Kader. Und das waren nur die DCMS. Also da waren nochmal ungefähr zweimal so viele andere Truppen beteiligt. Also das war absoluter Wahnsinn, was die da losgetreten haben. Ja. Und was dann auch noch quasi während der Operation Bulldog passiert ist, und das war so nach dem Motto das Tüpfelchen auf den i für den Erfolg, den das Ganze abgeliefert hat. Erstens, das Erste war natürlich, wie der Olli schon gesagt hat, dass sie keine Hilfe von anderen Clans gekriegt haben. Im Gegenteil, die Nova-Katzen haben sogar noch auf Seiten in der Sphäre gekämpft. Genau, die Nova-Katzen, die im Gebiet der Smoke-Jaguars teilweise drinnen waren, so als Hilfeunterstützung, haben gesagt, okay, einige Draconis-Combine-Truppen haben sogar mitgespielt, mehr oder weniger, und haben gesagt, okay, Clan Nova-Katzen ist halt jetzt Bondsman. Ja, also wieder Clan-Ritual gespielt. Ja. Die Nova-Katzen haben gesagt, okay, fein. Ihr seid die Sternenliga. Wir sind die Nova-Katzen, wir wollen für die Sternenliga kämpfen. Wir machen da mit. Und haben quasi den Spieß umgedreht und haben auf ihren Welten die Smoke Jaguars angegriffen. Genau. Und zu verteidigen stand auf der Smoke Jaguars gerade mal 9 Galaxien. Das klingt im ersten Moment sehr viel, weil eine Galaxie hat zwischen 3 und, ich glaube, 6 Trinärstern? Mhm. Ja, doch. Mhm. No? Nee, nicht Trinärstern, sondern Regimenter. Was war nochmal das Command Trinary Cluster, bla bla bla. Also 45 Mechs, glaube ich. Ne? Sind mhm. ein Regiment bei denen sozusagen. Und das war halt rein zahlenmäßig vollkommen von vornherein verloren, weil die Innersphere-Regimenter haben alle so um die 100 Mechs und wenn wir da mal durchzählen, mit den ganzen Upgrades, die sie mittlerweile bekommen hatten, die Claner waren überfordert. Hm. Naja, ganz kurz noch, die letzte Welle, die 4., die eigentlich keine Welle mehr war, das war eigentlich nur noch ein Saubermachen, die
Hauptstadt macht des Mock Jaggers hatte sich schon zurückgezogen. Es gab noch einzelne Kessel, die noch auszubrennen waren. Das sind ein ganzer 2, 4, 6, 8 Planeten gewesen. Da hat man aufgeräumt und dann war man in relativ kurzer Zeit fertig. Moment, ich schaue gerade mal, ob irgendwo eine Zeitangabe ist bei der Operation Bulldog, wie lange sie summa summarum gebraucht haben. Hoshi, erzähl doch mal weiter, solange ich hier gucke, dann laber ich dir mitten ran wieder rein. Also das, eine Galaxie hat bis zu 5 Cluster. Und ein Cluster hat 3 bis 5 Trinärsterne oder Supernovas teilweise sogar. Ja. Und ja, das ist so die Struktur quasi. Also wenn man sich hochhangelt, quasi gibt es Stern, ja. Oder eigentlich ein Point, das ist ein Mac. Ein Stern, das sind 5 Macs oder Dare etc. Ja, also ein bisschen mehr verteilt. Wenn es Infanterietruppen sind, ist noch mehr. Sternhaufen heißt es im Deutschen, genau. Das, ne, der Cluster. Ja, alles klar. Genau. 2 Sterne sind eine Nova, ne? Dann gibt es Supernova, sind 2 Novas. Hoshi, kannst du ganz, ja. Du bist immer ein bisschen abgehakt. Kannst du deine Sprachaktivierung ein bisschen okay, versuche ich gleich mal. Okay, Sekunde. Machen wir gleich. Ah. Also, wie war das? Der Mech? Dann kam der Stern? Nee. Die Galaxie? Nee. So. Also, der Point ist ein Mech quasi. Dann kommt der Stern. Also, sind 5 Mechs, ja, also im Gegensatz zur inneren Sphäre, das sind ja 4 in der Lanze, ne? Mhm. Dann hast du im Prinzip 2 Sterne, ja, das sind ein Binärstern, ja. Mhm. Dann gibt's 3 Sterne, das sind Trinärstern, ja. Und dann dazwischen gibt's quasi die Supernova, ja, also das sind immer ein Mech und ein Elemental zusammen, ja. Und also eine Nova sind ein Mech und ein Elemental zusammen. Und ja, das sind halt dann so Elementareinheiten. Da gibt es dann auch dann im, so wie den Trinärstern, gibt es die Trinär-Supernova. Ja. Und wenn man dann diese Trinärsterne hat, ja, 3 bis 5 Trinärsterne sind ein Cluster. Also je nachdem. Und 3 bis 5 Cluster sind eine Galaxie. Und ein Khan eines Clans, also ein Clan kann sich nur Clan nennen, wenn er mindestens 5 Galaxien hat. Das ist dann der sogenannte Clan Turman. Und das ist so die Truppen. Stärke der Mechs quasi. Übrigens, ich habe jetzt mal nachgeschaut, also leider habe ich, 3059 hat es am 13. Mai begonnen. Ich finde jetzt leider nicht das offizielle Ende von der Operation Bulldog. Es muss auf jeden Fall irgendwann so zwischen Mai und Ende 59 gelegen haben. Also mehrere Monate ist schon zu schätzen. Trotzdem grundsätzlich ein Wahnsinnsergebnis, weil die Klaner haben ja mehrere Wellen auch gebraucht und überraschend, um dasselbe Gebiet zu erobern. Da sieht man mal, was für ein Kraftakt dahinter lag oder dahinter steckte. Mhm. Ja. Der Witz der Sache ist, also natürlich war der Angriff auf die Smokejagger-Besatzungszone ein wichtiger Schritt, um sie aus der Endosphäre rauszuwerfen, das Draconis-Kombinat von den Invasionen weitgehend zu befreien, bla bla bla. Ne? Aber eigentlich war Operation Bulldog nur der Ablenkungsangriff für ein wesentlich riskanteres Unternehmen. Mhm. Das war nämlich die Task Force Serpent oder die Einsatzgruppe Schlange, wie sie auf Deutsch heißt. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass das Emblem der Task Force Serpent finde ich noch immer eins der gelungensten Battletech-Insignien quasi. Also das finde ich schon total super aus. Ja. Also im Prinzip dieser Cameron-Stern, der Sternenliga, der mit einer Schlange umwoben ist, und das finde ich schon total. Ja. Jedenfalls
hat sich damals Faser sehr viel Zeit mit dieser Geschichte genommen. Ich habe die Bücher gerade in der Hand. Es sind 4 Stück an der Zahl von A bis Z. Beginnt mit Die Jäger, geht dann weiter über Feuer und Schwert, dann Schatten der Vernichtung und eigentlich das große Finale Der Kriegerprinz. Bemerkenswert ist dabei, die ersten 3 Bücher sind von Thomas Grassman geschrieben, einem damals noch verhältnismäßig neuen Battletech-Autor, dass man dem solche wichtigen Bücher in die Hand gibt. Erstaunlich. Und ich hatte sie erst nach The Dying Time, also Zeit zu sterben, glaube ich, auf Deutsch, gelesen, dass einige Jahre später erst rauskam, also 2002, das auch von Grassman war und das ich furchtbar finde, für mich eins zu einem der schlechtesten Battletech-Romane gehört, den ich jemals gelesen habe. Und dann war ich ein bisschen abgeschreckt, als ich sah, oh, Die Jäger ist auch von dem, aber fand ich ehrlich ganz gut. Also die ganze Geschichte um die Einsatzgruppe Schlange hat mir sehr gut gefallen und Mike Stackpole, der Veteran sozusagen der Battletech-Light-Romane, durfte dann nochmal das Finale Der Kriegerprinz schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, danach endete seine Battletech-Ära. Also er hat noch inzwischen wieder was geschrieben, aber damals hat er den Staffelstab dann übergeben an andere Autoren. Und Lauren Coleman vor allem, der echt einen verdammt guten Job gemacht hat, was die Light-Romane angeht. Aber diese 4 Bücher, aus meiner Sicht, wirklich lesenswert, auch wenn sie immer ein bisschen Schatten der Warrior-Trilogie und der Blood of Kerensky-Trilogie und dergleichen stehen. Kann ich aber nur empfehlen, vor allem, weil das Leid des Krieges in diesen Büchern auch sehr gut rüberkommt. Also die Invasion, also das Ziel dieser Einsatzgruppe ist ja, den Hauptplaneten der Smoke Jaguars nicht nur zu erobern, sondern die Smoke Jaguars als Zivilisation vollständig auszuradieren. Das bedeutet nicht, alle Zivilisten umzubringen, aber die Gesellschaft aufzulösen. Prinzip Entnazifizierung im Battletech-Universum. Und die Smoke Jaguars als Kriegspartei komplett auszuschalten. Und das ist so bitter mitunter, diese Kämpfe, weil die Smoke Jaguars kämpfen nicht nur metaphorisch, sondern wortwörtlich ums Überleben und werfen wirklich alles in die Waagschale und ringen dieser Einsatzgruppe einen wahnsinnig hohen Preis ab. Erstmal auf dem Weg dorthin sterben schon einige davon. Dieser lange, mehrmonatige Reise mit Raumschlachten, mit großen Kampfschiffen, die Innosphäre seit Hunderten von Jahren so nicht mehr gesehen hatte. Da gibt es die Schlacht von Trafalgar zum Beispiel, die kann man hervorheben. Fand ich auch gut geschrieben. Mhm. Und dann stirbt auch noch auf dem Flug nach Diana zu den Heimatwelten der Anführer der Taskgruppe, und zwar Morgan Hasek Davian, ein sehr, sehr bekannter Charakter aus der Warrior-Trilogie. Und er stirbt nicht einfach so, am Herzinfarkt oder so, er wird vergiftet. Ja, also das ist ein richtiger Schlag natürlich für die ganze Einheit. Ja. Wie vergiftet? Wieso vergiftet? Von wem? Warum? Weshalb? Wieso? Das ist schwierig. Ich habe jetzt die Bücher schon ein paar Jahre her, dass ich sie zuletzt gelesen habe, aber ich meine, es wird nie ganz aufgelöst. Es wird ein bisschen so vermutet, quasi, dass es irgendein Attentäter im Auftrag von Sun Tzu Liao war, ja? Weil der hat immer, weil Morgan Hasek Davian halt mit das nächste Gebiet zu den Biaos quasi sein eigen nannte, ne? Und vor allem, weil der ja auch instrumental daran beteiligt war, seinen Vater quasi in den Wahnsinn zu treiben. Und daher war das immer so ein Dorn im Auge vom Sun Tzu Liao. Wird halt vermutet, ja. Aber da muss man echt sagen, also das war, ja, natürlich ein schwerer Schlag für die ganze Einheit. Was mir aber besonders gut auch gefallen hat, dass sie nicht nur eben alte Charaktere dann irgendwie plötzlich taucht wieder irgendwer auf, den man aus der Warrior-Trilogie kennt oder so, ja, sondern meiner Meinung nach sind da auch wirklich gut geschrieben Charaktere, die man nicht so gekannt hat vorher, reingekommen, nämlich vor allem eben die Ariana Winston, die dann im Prinzip die Anführerin der berühmten Einheit Eridani Lighthorse, ja. Die es niemals sein wollte, die wollte das nie machen. Die wollte das eigentlich nie machen. Die war dann plötzlich, okay,
du bist jetzt unsere Anführerin. Ja? Und die ist eine die ist die höchste Generalin der Iridani Lighthouse, auch eine sehr, sehr bekannten Söldneinheit der Innensphäre und vor allem Abkömmlinge von einer alten Sternenbund-Einheit. Das heißt, sie sind schon mit Absicht dabei, weil sie durch ihre Sternenbund-Herkunft natürlich diese ganze Einsatzgruppe ein bisschen mehr Legitimation verschaffen. Genau, also wer es interessiert, der soll die Sternenbund-Episode von BattleBot wieder hören, weil da erkläre ich ja ganz genau, wie die Eridani Lighthouse entstanden sind. Ja, und da geht es dann so richtig weiter und dann geht eben sie folgen auch im Prinzip dem Pfad, ja, dem der Trent ihnen verraten hat, und aber das ist so richtig auch der Pfad, den er eigentlich der Exodus der Clans genommen hat. Ja, also sie fliegen quasi diese Route nach. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Pfad schon dorthin, um überhaupt dorthin zu gelangen. Ja, ich finde es auch klasse, dass das Battletech in den 90er Jahren auch schon wirklich glaubwürdige, vielschichtige und gute weibliche Charaktere, Heldencharaktere rausgebracht hat, die nicht nur irgendwie als Beiwerk, ich meine, wir fangen an so mit Laurie Kalmar, die so der Love Interest von Grayson ist, die aber auch schon ein bisschen mehr Textur hat als der übliche schöne Körper, der nur neben dem Helden langläuft. Aber das steigert sich und bessert sich, und gerade Ariana Winston, die Bücher sind ja Ende der 90er erschienen, die auch, fand ich auch richtig gut. Also muss ich sagen, das wäre auch eine Kommandeurin gewesen, wenn ich mich in das Rollenspiel versetzt, ne? Und ich sage, ja, die passt, der wäre ich auch dann, wäre ich mitgegangen, ne? Vor allem, weil sie halt auch an sich zweifelt natürlich und nicht immer sagt, ich schaffe das alles. Und das finde ich halt auch so klasse, weil Morgenhasek Davion, der Überheld sozusagen, der so alles geschafft hat in seinem Leben gegen alle, ne, und der von allen respektiert, der ist auf einmal weg. Und vor allem, die wissen natürlich nicht, dass er vergiftet wurde. Die denken, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das ist nur der Leser weiß erstmal, es war ein Attentat. Und das ist so gut gemacht, dass man denkt, oh, haben wir mal scheiß mal Pech gehabt mit Morgan und jetzt muss jemand in die Bresche springen. Und jetzt könnte auch alles den Bach untergehen, vor allem die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Taskforce aus den verschiedenen Häusern, ne? Ob das auch alles zusammenbleibt. Und dann dieser Angriff auf Diana ist ja auch nicht, wir landen mal eben und machen die alle platt, sondern Kommandotruppen müssen dann da landen und erstmal die Raumüberlegenheit erkämpft werden. Die Truppen unter starken Verlusten, ich meine, das Ding ist eine Festung, dieser Planet. Ne? Und auch die Truppen, die dort stationiert sind, sind teilweise auch in Ausbildung, aber auch Veteranen, Leute, und natürlich alle bis aufs Messer motiviert. Und eine der großartigsten Momente ist dieser Ansturm der Klaner. Ich glaube, das ist schon beim Gegenangriff, der relativ spät kommt, durch das Artilleriefeuer, dieses Vernichten, ne, der Sternbodenkräfte, das sie da legen. Ne? Alter, das ist so geil beschrieben, da denke ich so nur, fuck, da möchte ich nicht gestanden haben. Ne? Ja, absoluter Wahnsinn. Ne? Und man muss ja denken, was da alles an Truppen landet. Also das ist, also die Eridani Lighthouse haben wir schon gesagt, ja, dann die Katil Ulans, das ist ja im Prinzip dem Morgenhasek Davion seine Truppe, ja, die Northwind Highlanders sind wieder mit dabei, die St. Eve's Lancers, die Drakons von die Ritter der inneren Sphäre, Elite-Truppen, genau, aus dem Markt, die besten quasi, ne, Wahnsinn. Elf-Lyranische Garde, dann von den Novakatzen sind welche dabei. Comrades sind dabei. Ja, richtig. Und auch hier diese Füchse da, im Englischen heißen The Rabbit Foxes. Ich glaube, das sind die Spezialkommandos von MI6, genau, von Haus Davion. Ne? Also die haben wirklich die Creme de la Creme geschickt. Also da geht's wirklich rund. Genau. Und dieser Kampf ist so episch und so vernichtend. Und man das ist das erste Mal, dass ich in allen Romanen ein bisschen Mitleid mit Smokejaggers, die ja vorher so als Feindbild aufgebaut werden, empfand. Und ich sagte, Mensch, so eine Zivilisation kurz vor ihrem Ende, die auch so erkennt, dass das nicht mehr zu gewinnen ist, ne, und trotzdem weitermacht, ne, dass diese Tragik in sich, das haben sie echt gut rübergebracht aus meiner Sicht. Ja. Und also die landen und machen alle platt. Nee. Also das ist Reibungskampf. Das ist echt ewig langer Krieg, ja. Also das zieht sich massiv hin. Und
Jede Einheit hat halt ihre Ziele, die sie erreichen müssen. Klappt nicht immer hundertprozentig, also aber im Prinzip schaffen sie es dann mehr oder weniger eben auch den Planeten einzunehmen, aber die Smoke Jaguars, die quasi nicht vernichtet wurden ganz, starten dann auch nochmal einen Gegenangriff. Genau, die aus der Innensphäre geflohen sind, ne? Genau. Die kommen inzwischen an und sagen, what the fuck, was ist hier los, ne? Genau, und starten volles Hall und einen Gegenangriff. Warum haben die aus der inneren Sphäre länger gebraucht? Die sind doch erst danach los, oder sind die gleich los? Die erste Welle lief sozusagen vom Bulldog und währenddessen hat sich über die Hintertür die Task Force Serpent sozusagen auf den Weg gemacht. Und das heißt, sie waren einige Zeit vor den Fliehenden an dem Standort. Ne? Mhm. Ja. Vor allem, die Fliehenden haben sich ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, oh, unsere Heimatwelt angegriffen, sondern sie haben ihre Wunden geleckt, sie Reparaturen, Ressourcen auffüllen. Und sie haben ja nicht gedacht, dass die innere Sphäre überhaupt weiß, wo ihre Heimatwelten liegen. Sie fühlten sich ja sicher. Mhm. Und erst relativ kurz vorher haben sie begriffen, was da läuft. Ja. Ja, das ist blöd gelaufen. Genau, und eigentlich war schon alles so, hey, Diana ist erobert und alles ist gut. Und dann kommt dieser Gegenangriff nochmal und der setzt dem Ganzen nochmal ich glaube, der Artillerieangriff kam dann auch dann da, ne? Mhm. Der setzt dem Ganzen nochmal so die Krone auf und man merkt so, dass diese von dieser ursprünglich wirklich stolzen, schlagkräftigen Streitmacht der Innensphäre, dass einfach nicht mehr viel übrig bleibt. Jedes Element, wo du gedacht hast, ja, die werden standhalten, die werden schaffen, wird zerrieben, zerschlagen, wie so Meat Grinder im Ersten Weltkrieg an der Westfront, so fühlt sich das ein bisschen an. Und als im Prinzip die Reste des klaren Gegenangriffs gerade dabei sind, die verbliebenen Kräfte der Einsatzgruppe zu zerreiben, auch die Generalin Winston stirbt, tauchen ein Teil der Operation oder der Gruppe von Operation Bulldog auf, die den fliehenden Clanen nachgerückt sind und entsetzen sozusagen die noch überlebenden Inner Sphärler auf Diana und überwältigen den Gegenangriff sozusagen. So ein bisschen wie der dritte Tag von Gettysburg. Sie sind durch die Mauer durchgebrochen, die Konföderierten, ne? Schwingen die Fahne und auf einmal kommen die Reserven. Aber wie viele Mechs waren denn noch übrig? Das hört sich so an, so von wegen, es waren noch 20 Mechs übrig von den. Es war wirklich extrem, also es war, die genauen Zahlen kriegt man jetzt nicht so mit, ja. Aber es war, man merkt also rein schon, wie es geschrieben ist, dass es extrem wenig war, weil ganze Kompanien von Mech-Kriegern wurden quasi zu Infanterieeinheiten umgerüstet schnell, weil man einfach keine Mechs mehr hatte, ja. Man hat teilweise sogar Leute einfach quasi so not zusammengeflickt, also mit irgendwelchen Clan-Deck, den sie erbeutet haben, quasi mal zusammengeklebt, den Mann in eine Waffe in die Hand gedrückt und wieder rausgeschickt. Mhm. Also war sehr hart, was da passiert ist. Ja. Genau. Und das kommt auch in dem Geschriebenen halt gut rüber. Wie viele Mechs wirklich es waren, kann ich auch nicht sagen. Ob es 20 oder 50 waren oder sowas in der Richtung. Aber du musst mal überlegen, es waren ja vierstellig ursprünglich und im besten Zustand Elite-Einheiten. Die sind da einfach mal nahezu komplett verfeuert worden. Und es haben Einheiten aufgehört, nahezu zu existieren. Ne? Und das ist wirklich super spannend, vor allem weil dann die Clans oder Diana dann halt auch erobert wurde, ist aber dann nicht der Endpunkt. Der Endpunkt, der High Noon kam dann noch, und zwar Strana Majdi, das ist ja die Hauptwelt der Clans, liegt ein gutes Stück ab von Huntress. Da hatte sich der Clan Khan, der Khan von den Smokejaggers, ich glaube, der war zum Zeitpunkt auch Ilkhan, was Lincoln Osis oder die ich weiß gar nicht, irgendein Osis. Doch, da ist es Ilkhan, ja. Lincoln Osis. Lincoln Osis, ja. Mit ein paar loyalen Truppen halt hingeflüchtet, beziehungsweise er wollte das große Konklav der Clans dazu auffordern, die Innersphäre-Truppen von den Heimatfelden hinwegzufegen. Und bis da aber relativ auf Granit. Und dann tauchte Victor Steiner-Davian mit einem Teil seiner Truppen auf Forstrunner Match die auf. Und sagte, wir werden das jetzt in einem Trial of Grievance, glaube ich, war es, Great Refusal, genau, den Widerspruchstest ausfechten.
Und zwar immer einen Stern, glaube ich, gegen ein Äquivalent von der inneren Sphäre. Die verschiedenen Häuser, das heißt, Kurita hat dann gegen sie gekämpft und Davin hat gegen sie gekämpft und so weiter. Und auf der anderen Seite ein Stern-Clan-Mix, die Smokejaggers unterstützt haben. Also nicht nur Smokejaggers selber, sondern auch andere Crusader-Clans, die mit den Smokejaggers noch eher sympathisierten oder zumindest die innere Sphäre ablehnten und den Sternenbund. Und dieser große Kampf wurde also parallel geführt, immer in diesen Paarungen, ne? Und wer halt mehr davon gewinnt am Ende des Tages, der hat dann diesen Widerspruchstest gewonnen. Und Ziel war, dass die Klaner ihre Pläne zur Invasion der Innosphäre aufgeben. Diana, die Hauptplanet der Smokejaggers, unter der Kontrolle der Innosphäre bleibt und das Clan Smokejaguar aufhört zu existieren. Auch hier wieder episch geschrieben und die Innosphäre gewinnt das Ding äußerst knapp. Ja, also wirklich um ein Haar. Ja. Also einige Kämpfe gehen wirklich quasi so, ja, halb zerschossener Mech schafft irgendwie einen Lucky Punch oder so. Wie viel ging es dann, keine Ahnung, 10 zu 11 oder 3 zu 4 aus? Oder oh, warte, ich guck nach. Ich guck nach, das interessiert mich auch. Refusal. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Paarungen war es. Blood Spirit gegen Draconis Kombinat, Fireman Drill gegen Kapellanische Konföderation, Hell's Horses gegen Freie Republik Rasalag, Ice Hellion gegen Clan Nova Katze, Jade Falken gegen Comstar, Star Adder gegen Liga Freier Welten, Clan Wolf gegen St. Ives Compact und Smoke Jaguar gegen Lyranische Allianz bzw. Federated Commonwealth, also Steine Davian. Und das Ergebnis war 5 Siege für die Starlink Defense Forces, also in der Sphäre, 2 Siege für die Clans und ein Unentschieden. Aber die Kämpfe an sich selber waren halt sehr, sehr knapp. Es klingt jetzt deutlicher, als es auch in den Büchern beschrieben ist. Vor allem, weil sich die Szenen eher auf die beziehen, wo es halt wirklich dann auf Knopf auf Spitz sozusagen dann ging. Ne? Von daher einfach geil gemacht, gutes Finale und hat das Clan-Thema auch gewissermaßen zu einem Ende gebracht, auch wenn die Clans nicht aufhören zu existieren. Aber als die große Bedrohung der inneren Sphäre hören sie sozusagen auf zu existieren an dieser Stelle, was dem Battletech-Universum prinzipiell auch gut getan hat, weil wenn die Clans permanent als die große Übergefahr im Hintergrund stehen, so wie die Borg in Star Trek oder so, ne, dann dreht sich am Ende des Tages immer wieder die Geschichte um dieselben Inhalte. Und das kann einem Universum auf Dauer nicht gut tun. Es nutzt sich ab oder irgendeine Seite hat irgendwann mal gewonnen. Und jetzt in diesem Fall war es halt die innere Sphäre in gewisser Maßen. Und die Clans mussten jetzt ihre Rolle in dieser neuen Situation auch finden. Und damit hat das auch wieder Möglichkeiten eröffnet, die aber bis vor ein paar Monaten nicht wirklich genutzt wurden. Denn diese ganzen Geschichten, wie ist es denn mit den Clans in den Heimatwelten weitergegangen? Was ist mit dem Verräter passiert sozusagen? Ne? Das war alles lange Zeit einfach missachtet worden und es ging einfach in der inneren Sphäre weiter und hat dann ein Kapitel eingeläutet, was für mich das von den Romanen her letzte richtig große und gute Kapitel war. Von den Romanen damals und da brauchen wir aber definitiv einen eigenen Podcast zu. Genau, kommt dann das nächste. Aber war aber dieses Ende quasi auch, wenn wie das ausgerufen wird, quasi der, also so, dass der Clan Smoke Jaguar nicht mehr existiert und so, das wird wirklich, kommt wirklich sehr gut rum. Also vor allem man merkt, das ist zwar super und man hat jetzt quasi das geschafft, was man machen wollte. Aber es hat, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle, ja. Also das, man merkt so richtig zum Überfeiern ist es keinem zumute, ne? Ja, die Verluste waren ja auch dementsprechend hoch, ne? Ja. Genau so ist es. Alte Freunde bis zu den höchsten Rängen gestorben, die Verluste auf beiden Seiten und vor allem auch diese
in zu Scherben zerschlagene Zivilisation. Also auch wenn man die Smokejaggers doof fand, allein die ganze Zivilbevölkerung, wenn so eine Zivilisation zerbricht, ne, das ist kein schönes Bild. Aber die wurden doch dann einfach nur aufgenommen von den anderen Clans, oder? Nee. Haben die da alle nee. Die waren jetzt Sternenbundbürger. Zack, ab, Entnazifizierung und ihr seid jetzt, nicht Demokraten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ihr seid jetzt frei, es gibt keine Kasten mehr. Menschen, die in Kasten geboren sind, ihr Leben lang und über Generationen darin gelebt haben, sollen auf einmal frei sein. Mhm. Das sind ungeahnte soziale Probleme. Ja, weil da kann ich jedem nur empfehlen, wenn er das quasi in Real World mal nachlesen will. Ich habe jetzt leider den Autor vergessen, aber da gibt es den Buch, das heißt, glaube ich, I Want to Be a Slave. Ja? Das handelt so vom amerikanischen Bürgerkrieg, von der Befreiung der Sklaven und von vielen Sklaven, die nicht wissen, was sie tun sollten. Ja? Also die waren so, die haben sich teilweise selbst wieder verkauft an Leute, ja. Weil sie nicht wussten quasi, weil die wurden reingeboren in diese Sklaverei, ja, und wussten dann nicht, was sie mit dieser Freiheit anfangen sollten. Und die das dann in der Folge auch ablehnen. Das ist so ein bisschen wie DDR-Wiedervereinigung, am Anfang alle, hey, D-Mark, Videorekorder, Golf GTI und Marlboro rauchen und ein bisschen reisen. Und auf einmal stellt man fest, ich habe kein Recht mehr auf einen Job, sondern bin arbeitslos und weiß nicht mehr genau eigentlich, was in der DDR doch ganz schön. Ne? Das betrifft definitiv nicht alle ehemaligen DDR-Bürger, aber es gab Menschen, die danach ganz klar Ostalgie gesagt haben, früher war nicht alles schlecht. Genauso wie auch am Ende der Nazi-Zeit Leute gesagt haben, war nicht alles schlecht. Ne? Also von daher, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den sie lange Zeit nicht ganz so ausgespielt haben, jetzt erst mit den letzten Romanen. Das Buch, was ich halt gerade lese, dessen Namen ich verdrängt habe, von Blaine DiPardo, echt sorry dafür, das tut mir jetzt echt wahnsinnig leid. Das behandelt genau diese zerrissene Smoke-Jaguar-Gesellschaft zwischen früherem Ruhm, dem Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit, der Überlegenheit, der rassischen auch, ne, gezüchtet für den Krieg. Und auf einmal ist man der totale Verlierer und ist gar nicht mehr existent. Zwischen verraten worden sein und eigentlich eigener Inkompetenz. Also das ist eine ganz merkwürdige Melange. Also von daher, das ist auch ein spannendes Element, den die Autoren hineingebracht haben. Und deswegen auch liebe ich die Battletech-Reihe, weil sie sich über solche Sachen Gedanken machen und nicht so einfach sagen, hey, wir sind befreit worden, alles ist gut und jetzt sind wir alles freie Bürger und danke. Sondern nein, die Bevölkerung leidet und bekämpft sich teilweise sogar selber. Mhm. Da wird von Kriegern erzählt, die des Nachts von irgendwelchen Schlägern überfallen werden und Krieger, die bespuckt werden, weil sie nicht in der Lage waren, die Zivilbevölkerung zu schützen. Sie habt uns belogen, ihr habt immer gesagt, wir sind allen überlegen und jetzt sind wir am Boden, es ist eure Schuld, ihr habt versagt. Mhm. Ja, also richtig, richtig arge soziale Klüfte, die sich da auftun. Ne? Ja. Also, und dann, das war dann quasi so das endgültige Ende der Operation Bulldog, war eben auch das Ende des Clan Smoke Jaguar. Was man vielleicht dann noch am Rande erwähnen sollte, dass sich eben große Teile der Nova-Katzen in die Spirit Cats, die Geisterkatzen, umbenannt haben. Weil sie eben symbolisieren wollten, dass sie jetzt auf der Seite der inneren Sphäre sind. Aber sich trotzdem also noch als Clan sehen, also die schon weiterhin ihre Clan-Ideale behalten. Und im Prinzip quasi die großen Gewinner waren halt eben der Victor Steiner Davion, der groß an der ganzen Planung beteiligt war, natürlich der Präsentor Martialum Anastasius Vocht, aber natürlich auch Hiro Kurita, der extrem viele Inputs und auch Truppen dann beigesteuert hat. Ne? Also da kann man schon sagen, das waren quasi die drei Gewinner des Ganzen. Mhm. Dazu möchte ich hier noch ganz kurz zum Thema Mord an Hasek Davian. Es gibt so einen Publisher Note, also der Autor Blaine Lee Pardo. Mhm. Es gibt hier Storyline und aus den 1990ern und die sagt eigentlich, dass Anastasius Vocht der Commander der Task Force ist und dass er eigentlich umgebracht werden sollte. Aber
irgendwie wurde dann Morgenhässig der Avian das genommen und umgebracht. Und es ist wirklich noch nicht bekannt, wer es war. Man geht davon aus, dass es ein that the murder is one of the plot hooks that father liked to see into the novels and sourcebooks possible later use. Und haben sie denn aber natürlich, wie wir ja heute jetzt wissen, nicht getan. Aber finde ich auch interessant, dass eigentlich Anastasius Focht der... Ja, das haben wir eh gesagt. Anastasius Focht war quasi das Mastermind hinter der ganzen Planung. Ja, ja, also man, und auch man, der, die Führung hinter Operation Bulldog sozusagen. Genau, also man muss da ein bisschen unterscheiden eben, weil der Anastasius Focht eben, ich sage jetzt nicht der Feldgeneral gewesen, ja, das war im Prinzip der Morgenhässig Davion, also der hätte die Truppen vor Ort befehligen sollen im Kampf, ja, und der Anastasius Focht hat quasi die ganzen Pläne geschmiedet. Also wenn man so sagen, dass das absolute Oberhaupt dieses Angriffs, kann man sagen, ja, war der Anastasius Focht, ja, weil der hat zum Beispiel auch die Pläne geschmiedet, wo landen die Light Horses, wo landen die Highlanders, welche Ziele sind Primärziele und so weiter. Also der war, sage ich mal, das militärische Mastermind, wie kann man das überhaupt angehen, ja? Und was muss man tun, um da zu gewinnen? Und der Morgenhässig Davion war im Prinzip so der General am Feld quasi. Also der hat dann wenn sie auf den Feind getroffen sind, hätte er quasi so die Führung übernehmen sollen. Ihr greift die linke Flanke an und bla bla bla. So, ja, also so der Vor-Ort-Commander, ja. Also der Anastasius Focht, man nimmt zwar an, dass er in einem früheren Leben ein erfolgreicher, guter Mechkrieger war, aber er ist jetzt in diesen Kämpfen oder so nie selbst in einen Battlemech gestiegen und hat da am Feld mitgegeben. Ja, also vor allem, weil auch diese Sache, dass Victor mit der Streitmacht dann auszieht, um in den Heimatwelten dann die Sache zu Ende zu bringen, das spielt auch eine ganz besondere Rolle noch für den nächsten Podcast. Das sollte man sich unbedingt schon mal merken. Denn auch da hat er natürlich die Unterstützung von seinen Verbündeten in der Sphäre, weil wenn er nicht da ist, dann kann er auch zu Hause nicht regieren, ne? Ganz spannend. Also von daher, das ist auch durchdacht. Man merkt, die haben sich da zusammengesetzt und obwohl so viele Autoren beteiligt waren, ist es eine stringente Geschichte geworden. Großartig. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich tue es leider auch viel zu oft, aber ich kann es nicht oft genug betonen. Ja, also ich muss echt sagen, es ist für mich eigentlich die letzte wirklich kohärent gute Romanserie. Ja. Guckt dir Star Wars an, was da für eine Grütze rausgekommen ist. Auch allein in den letzten Jahren, auch früher schon, das, was einfach gegenseitig und jeder hat da wild drauf losgeschrieben. Man hat immer den Eindruck, George Lucas würde alles irgendwie kontrollieren. Also ich habe so viele Romane gelesen. Auch wenn sie sich nicht direkt widersprochen haben, waren die so alle aneinander vorbeigeschrieben, dass du von Roman zu Roman das Gefühl hattest, du bist in einem anderen, leicht anderen Version von Star Wars gelandet. Hatte alles seinen Reiz, ne? Die Bücher waren auch gut, aber selten hatte man das Gefühl, das Ganze ist wirklich so ein kohärentes Universum und das ist bei Battletech eben anders. Genau. Okay, haben wir dazu noch jetzt irgendwas, was ihr noch unbedingt sagen wollt? Du meinst außer noch eine halbe Stunde Loblied auf die Autoren? Nein. Genau, außer da. Nee, inhaltlich. Nee, inhaltlich, also man könnte natürlich noch extrem viel sagen, weil es gibt eben extrem viele Storylines, die sich da intern noch abgespielt haben. Aber ich glaube, es wird noch eine 5 Stunden dauern, wenn wir jetzt jeden einzelnen Kampf da durchspielen würden. Und deswegen können wir also nur diese groben Punkte machen, weil wir wollen ja auch die Geschichte quasi ein bisschen weiter erzählen. Jetzt ist die Frage zum Thema nächster Podcast. Wollen wir da einfach jetzt zeitlich weitermachen oder wollen wir jetzt den Zerfall des Commonwealths mal machen oder was wollen wir machen? Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall den FedCom Civil War, also den Bürgerkrieg. Das Ding, was sich jetzt perfekt daran anschließt und was auch echt genug Zeug nochmal für so einen Podcast. Ich würde vielleicht noch ein bisschen die Liaos mit reinnehmen, weil das spielt ja auch schon in die Geschichte mit rein. Sun Tzu entwickelt sich in dieser Zeit zu einer wirklich schillernden, spannenden Romanfigur.
und auch das Kriegerhaus Imara, was da eine Rolle spielt in diversen Romanen. Also das hat mich besonders gefreut, weil der Lauren Coleman echt ein verdammt guter Autor ist. Ja, die Bücher sind echt immer sehr spannend. Ja. Und vor allem, so was mir bei Lauren Coleman gefällt, Entschuldigung, wenn ich jetzt auch ein Loblied singe, der versetzt sich in die Kultur der verschiedenen Völker extrem gut rein und bringt das auch rüber quasi, dass das jetzt nicht so wirklich die Bösen sind oder so, ja. Auch wenn jetzt manche Anführer von denen vielleicht böse Intentionen haben, die uns böse erscheinen oder unmoralisch, ja. Dass die Kultur des Volkes und warum sie gewisse Dinge tun, spielen da schon eine große Rolle mit und das macht er, finde ich, sehr, sehr gut. Ja. Okay. Dann machen wir das nächste Mal den Niedergang des Vereinigten Commonwealths. Bin sehr gespannt. Ja, dann danke ich euch da draußen für die Geduld, fürs den längeren Podcast diesmal mal wieder. Mal wieder. Und mal wieder, ja. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder wenn ihr Hoshi treffen wollt, schreibt uns in die Kommentare, eine E-Mail, Facebook, wie auch immer. Und dann, wenn Fragen sind, versucht wir sie zu beantworten, Feedback anzunehmen. Und dann danke ich an euch beide für eure Zeit und eure grandiose Expertise. Danke, Olli. Ja, sehr gerne. Und danke, Hoshi. Immer wieder ein Fest. Und dann schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.